Mitte der 60er Jahre reisten Hunderttausende junger Leute aus dem Westen über Land Richtung Asien. Von Ibiza bis Marokko, von Istanbul und Afghanistan bis nach Goa und Kathmandu suchten die abenteuerlustigen Globetrotter nach spiritueller Erleuchtung, freien Drogen und einem ursprünglichen Leben. Das Motto der VW-Bus-Karawane lautete: High sein, frei sein, überall dabei sein. Die meisten Blumenkinder kehrten irgendwann von ihrem jahrelangen Hippie-Trail zurück. Andere blieben ihr Leben lang. Genau so einem Bus sind wir damals begegnet. Er gehörte Deutschen. Sie hatten damit den ganzen Weg nach Afghanistan zurückgelegt. Und auf dem Dach waren all diese Möbel und Kelimteppiche. Und wenn sie dann nach Stuttgart, Hamburg oder Berlin zurückkamen, waren ihre Wohnungen voll mit den ganzen Sachen, die sie unterwegs gekauft hatten. Ein toller Bus. Ich liebe ihn. Yes, perfect bus. I love it. Ah ja, das war wirklich die Hippie-Zeit. Ich bin übrigens mit genau so einem VW-Bus von Kabul nach Istanbul zurückgekehrt. Wir waren so eine Clique und wir haben da drin gesessen wie die Sardinen. Das war der Wahnsinn, total eng. Wir waren alle pleite. Unser letztes Geld, was wir noch übrig hatten, haben wir für Sprit ausgegeben. Nicht mal was zu essen konnten wir uns mehr leisten. Wir sind von Kandahar nach Kabul mit so einem Bus gereist. Der hier gefällt mir sehr, aber wir hatten nicht so viel buntes Dekor außen dran. Wenn man nämlich so einen Bus fährt, möchte man an der Grenze möglichst unauffällig bleiben, um nicht vom Zoll gestoppt und gefilzt zu werden. Mit so einem schrill angemalten VW-Bus wie diesem hier wäre man auf jeden Fall ständig komisch aufgefallen. Mit dem VW-Bus durch Afghanistan. Das war für viele junge Aussteiger, die auf dem Weg nach Indien und Nepal waren, der Abenteuertraum schlechthin. Von 1968 bis zum Militärputsch 1978 galt das Land am Hindukusch unter den Globetrottern als eines der faszinierendsten Reiseziele. Wunderschöne Landschaften, unberührte Natur, gastfreundliche Nomadenvölker und das beste Haschisch der Welt machten aus Afghanistan ein Hippie-Paradies. Maureen und ich reisten das erste Mal 1972 nach Afghanistan und das war der Höhepunkt des Hippie-Trails. Es war eine richtige Massenbewegung. Wir brachen von England aus auf. Mit unserem alten Wagen fuhren wir quer durch Europa, von Istanbul durch den Iran nach Afghanistan. Es war unglaublich exotisch für uns, eine völlig fremde Welt. Tony Wheeler und seine Frau Maureen gehören heute zu den erfolgreichsten Reisebuchverlegern der Welt. Alles fing Ende der 60er Jahre an, als sich die beiden Studenten von London aus auf den Weg nach Indien machten. Obwohl sie als Multimillionäre längst mit Luxuslimousinen die Welt bereisen könnten, erobern die beiden wie vor 40 Jahren noch immer als einfache Backpacker ferne Länder. Damals kamen sie auf die Idee, ihre Globetrotter-Erlebnisse aufzuschreiben. Daraus entwickelte sich die Kultbibel aller Rucksacktouristen, The Lonely Planet. Tony Wheeler erinnert sich noch genau an seine allererste Reise, die über die Türkei Richtung Asien führte. Damals gab es in Istanbul noch keine Brücken über den Bosporus. Man musste die Fähre nehmen und hatte das Gefühl, von einem Kontinent auf den anderen zu reisen. Istanbul, das war das erste Sehnsuchtsziel auf dem Weg Richtung Asien. Hier in der Türkei trafen die jungen Hippie-Reisenden aus allen Richtungen kommend sternförmig zusammen, um ihre Weiterreise über den Iran nach Afghanistan und Indien zu organisieren. Wichtigster Treffpunkt war der legendäre Pudding-Shop. Der Pudding-Shop war einer dieser Treffpunkte, die wir Bottleneck, Flaschenhals nannten. Jeder kam hier irgendwann mal vorbei. Auf dem Weg nach Asien gab es ein halbes Dutzend solcher Orte, wo alle rumhingen. Man sah sich im Pudding-Shop und später traf man sich in Sigis Restaurant in Kabul wieder. Der Pudding-Shop war die Informationsbörse und Reisezentrale des Hippie-Trails. Hier wurden Reisepässe und Tickets verkauft, gebrochene Herzen geheilt und Verabredungen getroffen. Die Besitzer, die Brüder Kolpan, hatten ein Herz für Hippies und wussten für jedes Problem eine Lösung.
Einmal kam ein verzweifelter junger Mann zu mir, der in allerletzter Minute versucht hatte, den Bus Richtung Indien zu erwischen. Doch alle Plätze waren voll. Er war fix und fertig, da habe ich ihm einfach einen Stuhl hier aus dem Lokal angeboten, sodass er sich auf das Busdach setzen konnte. 4 Monate später hat er ihn auf dem Rückweg tatsächlich zurückgebracht. Er ist wirklich damit durch ganz Indien gereist. Bis heute ist der Puddingshop eine Art Wallfahrtsstätte für alle Hippie-Trail-Veteranen. Aus der ganzen Welt schauen die in die Jahre gekommenen Blumenkinder von damals vorbei, um gemeinsam in ihren Erinnerungen zu schwelgen. Auch viele berühmte Politiker, wie der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, gehörten einst zum Stammpublikum. Einer der Gäste, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist Joschka Fischer. Der war damals ein großer Fan von unserem Lokal. Vor einiger Zeit besuchte er als deutscher Außenminister die Türkei und kam tatsächlich hier vorbeigeschlendert, um mir vom Fensterglas aus zuzuwinken. Wenige Meter von der Hagia Sophia und der Blauen Moschee im Zentrum Istanbuls gelegen, entwickelte sich der Platz vor dem Puddingshop zum Hauptbahnhof für Hippiebusse. Von da aus ging es los Richtung iranische Grenze. Der französische Bienenzüchter Marc Jean-Jean pendelt heute zwischen Paris und Kabul. Um die Afghanen beim Wiederaufbau ihrer Landwirtschaft zu unterstützen, berät er seit 2 Jahren eine Imkereischule. Er kann sich noch gut daran erinnern, wie er 1976 vom Puddingshop aus das erste Mal mit dem Bus Richtung Afghanistan aufbrach. Als wir kurz vor der iranischen Grenze waren, sagten uns die türkischen Fahrer, also jetzt passt man alle gut auf. Wir sind gleich an der Grenze. Drogen, Opium oder Shit schmeißt ihr jetzt schön weg. Wir wollen keinen Ärger haben. Alle rauchten riesige Joints, um die Vorräte bis zur letzten Sekunde auszukosten. Und dann haben alle das Dope durch die Fenster geschmissen. An der persischen Grenze stiegen die Zollbeamten in den Bus ein. Sie hatten dicke Schraubenzieher dabei. Keiner gab einen Mucks von sich. Das war schon ziemlich beängstigend. Und zack, pickten sie jemanden nach dem Zufallsprinzip heraus, um ihn zu durchsuchen. Oder sie bauten irgendeinen Bussitz auseinander. Sie durchwühlten auch das Gepäck und es dauerte Stunden, bis wir endlich wieder los durften. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie erleichtert wir in dem Moment waren. An dieser Grenze gab es ein Museum, das vor dem Drogenschmuggel warnen sollte. In einer Vitrine waren all die Gegenstände ausgestellt, mit denen versucht worden war, Shit zu schmuggeln, zum Beispiel eine Campinggasflasche. Und besonders gut erinnere ich mich an einen Slip, der so eine Art doppelten Boden hatte. Je weiter man nach Osten kam, desto abenteuerlicher waren die Geschichten, die man über Afghanistan hörte. Aber je näher die Grenze kam, umso mehr entspannte man sich. Es war gar nicht so gefährlich, wie man vorher dachte. Trotzdem hatte man das Gefühl, an einem wirklich sehr fremden Ort zu sein. Zwischen dem Iran und Afghanistan lagen damals Welten. Als wir an der afghanischen Grenze ankamen, sahen wir, dass die Grenzsoldaten in Lumpen herumliefen, voll mit Löchern. Ziemlich krass. Was mich auch schockiert hat, war, dass es überhaupt keine Straßenbeleuchtung gab. Ich weiß noch, wie wir nachts in Herat ankamen und es gab überhaupt kein Licht. Nachdem ich die Schule verlassen hatte, gab es für mich kein anderes Ziel, als mich auf den Weg Richtung Osten aufzumachen. Da gab es nicht den geringsten Zweifel in mir. Das war es, wovon ich träumte. Der Osten, Asien, das war für uns das spirituelle Mekka. Heute regt mich das ziemlich auf, wenn der Westen hier nach Afghanistan und ähnliche Orte kommt und meint, er hätte etwas zu vergeben und müsse den Leuten alles beibringen in Form von Hilfsorganisationen oder durch die UN oder durch Spenden. Das ist eine Einbahnstraße. Bei uns war es genau das Gegenteil. Wir wollten alles vom Osten. With us it was exactly the opposite. We wanted to get everything from the East.
John und seine Freunde aus Chicago hatten in Matala noch Motorräder, aber als sie nach Afghanistan kamen, tauschten sie die Maschinen gegen Pferde ein. Ich ritt sein Pferd von Bamyan nach Bandiamir und fuhr sein Motorrad in Matala auf Kreta. Beide waren gleich schwer zu kontrollieren, denn ein afghanisches Pferd ist genauso unberechenbar wie eine 650er Triumph. Nicht du kontrollierst es, sondern es kontrolliert dich. Ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, diesen Ritt heil zu überstehen. Ich hätte dabei sterben können. Der Brite John Butt war so begeistert von Afghanistan, dass er bis heute dort blieb und zum Islam konvertierte. Von Kabul und dem pakistanischen Peshawar aus produziert der BBC-Journalist ein eigenes Radioprogramm für die Stammesgebiete. Ich lebe immer noch an dem gleichen Ort wie vor 37 Jahren und mache immer noch die gleichen Dinge. Ich lerne immer noch jeden Tag dazu und spreche immer noch mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Ich mache Radiosendungen, die auf einem unabhängigen Sender in Pakistan und Afghanistan ausgestrahlt werden. Und eigentlich fühle ich mich bis heute, als wäre ich noch immer auf dem Hippie Trail. Like I'm still on the same trail, you know, actually. Das ist ein Pashto-Lied. Sie machen sich gegenseitig nach. Kannst du dich an die Hippies erinnern? Klar, das war eine tolle Zeit für Afghanistan. Hier ist die Verlängerung der Chicken Street. Sie war zu Hippie-Zeiten die berühmteste Straße. Anfang der 70er Jahre war Kabul eine der blühendsten und modernsten Städte Asiens. Die farbenfrohen Kleider und die berühmten Kelim-Teppiche, die in der Chicken Street verkauft wurden, kamen durch die Hippies weltweit in Mode. In Scharen strömten immer mehr junge Leute aus Europa und Amerika nach Afghanistan. Die Gehwege waren damals so voll von jungen Globetrottern, dass man nicht sagen konnte, ob man in Europa oder in Kabul war. Unglaublich voll war das hier. Wenn man jemanden traf, den man zuletzt in Marokko gesehen hatte, sagte man nicht, so ein Zufall, dich hier zu sehen, sondern nur, hi. Das war normal. Es gab ja nur diese eine Reiseroute für die Hippies. Es war eine sehr freie Atmosphäre damals, unglaublich friedlich. Jeder lachte und es war wirklich der gelebte Traum des Summer of Love. It was the manifestation of the summer of love, you know. If I needed someone who would treat me like they always do, they should. Schön hier, der blaue Himmel, die Sonne, die Berge. Finde ich unwahrscheinlich schön. Es ist besser als in Marokko. Oh, auf jeden Fall. Also es. Also ich finde es schon bedeutend besser. Warum? Ich fühle mich auch nicht so belästigt wie in Marokko. Belästigt? Ja, ich meine, es ist schon, ich glaube, für Europäer ist es schon ein bisschen schwierig, mit Mohammedanern zusammenzuleben. Aber das sind also, doch hier auch Mohammedaner. Ja, das sind auch, aber die sind alle unwahrscheinlich stoned. Der Touristenboom bescherte Kabul einen Hippie-Hotspot nach dem anderen. Beim deutschen Sigi traf man sich bei Schnitzel und Bier. Anschließend hing man gemeinsam im Green Hotel ab. Wir trafen uns oft im Green Hotel. Da wurde ein reger Handel betrieben. Da ich meistens total abgebrannt war, verkaufte ich dort meinen Kassettenrekorder, den ich aus Kandahar hatte. Und damit hatte ich wieder genug Geld, um nach Pakistan weiterzuziehen. Und von dem Erlös 3-4 Monate zu leben. Doch nicht alle Hippies meinten es gut mit ihrem Treffpunkt. Im LSD-Rausch, so besagt die Legende, zündeten zwei übermütige Stammgäste eines Tages das ganze Hotel an. Übrig blieb nur eine Ruine. In der Chicken Street trifft John einen afghanischen Mitstreiter aus der Hippie-Zeit. Aziz Amin kann sich noch gut erinnern, wo das Green Hotel einst gestanden hat und führt uns hin. Maybe you might
night and miss me when I'm gone. See, baby, when I'm gone. Wie man sieht hier, das ist Ruine, Teile von ehemaligen Green Hotel. Und damals hatten Touristen und afghanische Einheimische haben Feste organisiert, sehr gute Feste, sehr interessant und Partys gemacht. Und das war ein der bekanntesten Lokale für Touristen in Kabul. Und jetzt sehe ich, wie das liegt. Das ist irgendwie traurig. Auch der Paschtune Gula Karimi kann sich noch gut an die goldenen Touristenjahre erinnern. Er ist bis heute einer der erfolgreichsten Reiseunternehmer Afghanistans, auch wenn von seinem Hotel und Campingplatz Imperium in Kabul nur ein Supermarkt für Ausländer übrig blieb. Mein Name ist Haji Gula Karimi, owner of the super Karimi Super Market Shop, Flower Street, Kabul, Afghanistan. Karimi, der heute Hotels in Bamyan und Herat betreibt, zeigt uns, wo einst mit den Hippie-Reisenden sein Aufstieg in den Tourismushimmel begann. Ich hatte Verträge mit allen großen Busunternehmen. Die kamen aus ganz Europa und übernachteten hier, weil es bei mir so billig war. Das ganze Gelände hier war damals ein einziger riesiger Campingplatz für Frauen und Männer. In der Zeit gab es da keine Unterschiede. Es war alles sehr sicher und friedlich. Wir haben uns damals schon gewundert, als die Hippies mit ihren langen Haaren und ihren ungepflegten Äußeren hier ankamen. Aber wir haben sie nicht einfach ausgelacht, sondern gefragt, warum sie so rumlaufen. Sie wollten frei sein von Zwängen und hatten das moderne und schnelle Leben in Europa einfach satt. Und das haben wir verstanden. Und wir haben ihnen auch geholfen, wenn sie Geldprobleme hatten. Ich hatte da drüben ein kleines Gästehaus. In dem konnten sie umsonst wohnen. Ich habe ihnen auch zu essen und zu trinken gegeben. Sie haben sich sehr für uns und unsere Kultur interessiert. Ich erinnere mich, dass wir in Herat alle als erstes zum Schneider gingen und uns diese typische afghanische Männertracht besorgten, diese langen Jacken, an der Seite festgebunden, sehr modisch. Als wir zum Hotel zurückkamen, trafen wir einen Deutschen. Der war mit seinem neuen Outfit gerade auf dem Weg ins Restaurant und wir sahen, wie die Afghanen alle anfingen zu lachen und dachten uns, was ist daran so lustig? Er sieht doch gut darin aus. Aber sein Anzug war rot, die völlig falsche Farbe. Kein Mann hier würde das je tragen, sagten sie. Aus ihrer Sicht war das amüsant, aber auch für uns. Touristen oder Hippies reisen an fremde Plätze, um die Welt zu erkunden. Gleichzeitig sind sie, ohne es zu merken, selber die Bestaunten. Die Einheimischen lachen über sie. Man macht als Tourist oft bescheuerte Dinge und ist automatisch auch selber ein Teil des ganzen Reisezirkus. Ich glaube, die Afghanen mochten uns wirklich sehr. Wir kamen gut mit ihnen klar und sie kamen gut mit uns zurecht. Einmal verließen wir Kabul Richtung Jalalabad und am zweiten Abend nahm uns ein Lastwagen mit und alle Leute, die hinten auf der Ladefläche saßen, sangen. Ich kann mich noch genau an diese Menschen erinnern, wie sie die Berge ansahen und Lieder sangen, die genau zu dieser Umgebung passten, ja, die mit ihr geradezu verschmolzen. Lieder, die der menschliche Ausdruck für die monumentale Schönheit dieser atemberaubenden Berglandschaft waren. Bruder George kam zur Hippie-Zeit als Missionar nach Afghanistan. Gemeinsam mit seinen Glaubensbrüdern kümmerte er sich während der Kriegsjahre um die Hippie-Gräber. Der britische Friedhof in Kabul ist die einzige christliche Grabstätte im ganzen Land. Heute wird hier der durch Drogen und Unfälle gestorbenen Hippies genauso gedacht wie der gefallenen Soldaten der ISAF. It hovered in a frozen sky. Man kann ja auch hier so Grabhügel sehen, wo gar nichts mehr dran steht, wo aber sicherlich ein Grab ist. Ne? An mehreren Stellen
da könnte man annehmen, dass es auch Hippies waren, die hier beerdigt worden sind. Ne? Also der Friedhof sah dann schlimm aus und wir haben noch im Krieg, als wir waren ja nur ganz wenige Deutsche, die da noch da waren, wir haben dann eine höhere Friedhofsmauer gebaut, dass da nicht jeder drüber steigen kann und noch mehr Verheerung anrichten kann. Sie konnten sich kein Brennmaterial im Krieg mehr besorgen. Dann haben sie die großen alten Bäume in dem Friedhof gefällt, um daraus Brennholz zu machen. Und da standen eben auch Holzkreuze über diesen Gräbern und die haben sie dann auch einfach mitgenommen und zum Teekochen verwandt. Ja. Afghanistan hat für ganz viele Ausländer, auch für die Hippies, eine Faszination ausgestrahlt. Und ganz besonders gehört natürlich der Ort Bamiyan dazu und Bande Amir. Das sind 6 oder 7 Seen, die hintereinander gelagert sind in einer Felslandschaft, die einmalig ist. Ja? Und dort sind die Hippies in Scharen hingepilgert. Und ich habe diese Hippies gesehen, die haben sich einfach in diese Landschaft hineingesetzt, haben ihr Haschisch geraucht und haben das Leben genossen. Ja? Es war wunderschön. Auf der Strecke war unser Leprahospital und kaum hatten ein paar deutsche Hippies das entdeckt, haben sie das den Nächsten erzählt in Bamiyan. Mensch, wir haben da ein deutsches Hospital entdeckt, mitten in der Bergwüste und da müsst ihr unbedingt mal hingehen. Und da waren wir so dieses Juwel, das man so nach einer langen Wüstenwanderung findet. Ja. Und so haben die sich fast die Türklinke in die Hand gegeben. Auf dem Rückweg sind wieder andere Hippies bei uns rein. Und wir freuten uns auch. Wir lebten ja in einer Bergwelt, wo kaum ein Ausländer je hinkam. Ende 1978 war der Hippie-Traum von einer Nacht auf die andere vorbei. Die Kommunisten putschten. 3 Jahrzehnte Krieg hinterließen eine Spur der Zerstörung und legten das wunderschöne Land in Schutt und Asche. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich vor 2 Jahren auf dem Flughafen in Kabul landete. Links und rechts der Landebahn türmten sich Metallhaufen mit Kriegsschrott auf. Es sah aus, als hätten sie mit Bulldozern all die kaputten Panzer und Kriegsfahrzeuge zur Seite geräumt. Es waren die sichtbaren Folgen eines Krieges. Überall Ruinen und zerbombte Straßen. Das ist schon sehr beeindruckend für jemand, der vorher so etwas noch nie gesehen hat. Man spürt, oh je, das war wirklich schlimm. Was mich betrifft, das hat mich schon tief berührt, dieser Krieg. Man fängt erst recht an, sich glücklich zu schätzen und es relativiert vieles, was man sonst so erlebt. Wir konnten uns damals diese Reise nach Indien und all das leisten, weil wir aus einer reichen Gesellschaft kamen. Wer aus unserer Generation ist sich schon darüber bewusst gewesen, was für ein Glück wir hatten, niemals einen Krieg erlebt zu haben? Das wird einem ziemlich deutlich klar, wenn man überall diese Kriegsspuren sieht. Kaum zu glauben. Aber 4 Jahre nach dem Sturz der Taliban fängt er tatsächlich wieder zaghaft an zu blühen. Der Tourismus in Afghanistan. Inzwischen wagen sich sogar wieder ganze Reisegruppen in die Chicken Street nach Kabul. Als ich letztes Jahr nach Afghanistan kam, traf ich eine wirklich große Gruppe japanischer Touristen. Und wir geben demnächst sogar einen neuen Lonely Planet Reiseführer über das Land heraus. Es hat ein riesiges Potenzial. Afghanistan bietet großartige Sehenswürdigkeiten und die Chancen für alle möglichen touristischen Aktivitäten sind fantastisch. Die Menschen hoffen so sehr darauf, dass endlich Frieden herrscht und die Touristen wiederkommen. Als ich letztes Jahr nach Kabul zurückkehrte, bin ich wie damals in den 70ern wieder im Mustafa Hotel abgestiegen. Es war alles noch da. Das Hotel am Ende der Chicken Street gibt es immer noch.
Und auch die Chicken Street selber hat überlebt. Die allererste lange Reise prägt dich ein Leben lang. Meistens ist man da Anfang 20 und sieht viele Dinge zum ersten Mal. Das schafft eine Magie, die sich nicht wiederholen lässt. Es ist wie die erste große Liebe. Du wirst sie nie wieder vergessen.